Und damit willkommen zurück zu Shardlight. In der letzten Episode haben wir erst einen Spionsjob angenommen für Tiberius und sind dann Doppelspion geworden für diese Gruppierung um Danton und haben herausgekriegt, dass wir vielleicht auch darüber unsere Medizin erhalten können, unsere Impfung. Dafür sollten wir uns aber um zwei Mitglieder kümmern, die halt irgendwie Probleme haben. Das ist einmal die Farm von Gus, dem Fleischer. Und zum Zweiten von dem, der diesen Müll verkauft, der sucht eine Maske für seine Tochter. Und ich würde sagen, das machen wir als erstes. Also Xanthrax Factory, ab geht's. It just says furnace. I guess it's meant to be some sort of warning. Dürfen nicht rein. It just says furnace. It just. I would have expected these things to be completely boarded up, or at least sealed. Okay, es ist also nicht irgendwie zusammengefallen. Xanthrax. I remember hearing a lot about them. They're the ones who used to manufacture all the uranium glass before the bombs. Die haben das Uraniumglas hergestellt, diese Firma. Uraniumglas, die werden bestimmt Schutzmasken irgendwo sitzen. Xanthrax. I remember. Sollen wir einfach reingehen? Huh, it's unlocked. That's kind of surprising. Denby, what are you doing here? Oh, you know, living. That's what people do, I hear. Did you run away from home? I don't really want to talk about it. You can hang out here if you want, though. It's nice to have some company. Nee, warum nicht? Okay, take care of yourself, Denby. I'll try. Okay, jetzt scheinbar von zu Hause abgehauen. Und hier drin. Wir wollen uns das mal draußen ein bisschen anschauen. Oster. Remember Blast Day. Support the aristocracy, and you will be supported. Denke an diesen Tag, wo es passiert ist. Unterstütze die Aristokratie und damit wird alles besser. Was sehen wir denn hier noch? Hier hinten ist nichts. Ja, was ist das? Fall. What idiot would leave this wood lying around? It's in such good condition. Oh, noch mehr Holz. I don't need to take any more wood right now. Wir haben nur eins. Okay, wir brauchen nur eine. Planke. Nice looking vehicle. Doesn't look like it would take too much to restore it. Just a couple of spark plugs, most likely. Okay. Also, ich finde das in einem sehr guten Zustand. Glaubt es mit einfachen Handgriffen, weil wir lauffähig ist. I haven't got time to do much scavenging. Okay. Was bedeutet, dass das Ding vielleicht noch fast funktionsfähig ist? I'm back. Hope I'm not interrupting anything. If you're worried about that, you could always try knocking. Fair point. Hättest du wenigstens anklopfen können, wenn du denkst, dass jemanden unterbrichst oder bei irgendwas störst. Das stimmt. These are nice. It's like you've turned this place into a private gallery. Yeah, I keep them around for inspiration. They're up too high. Besides, I think they liven the place up. Yeah, don't mess up my decorations. Okay, er hat den Raum hier mit Dekorationen versehen und er ist gar nicht so schlecht geworden. These are nice. Yeah. These are nice. Yeah. This one doesn't look finished. No, it's still a work in progress. Is that supposed to be me? Yeah, you're the only woman I know who isn't old and wrinkly, so you're way easier to draw. Du bist die einzige Frau, die nicht alt und runzlig ist. Deswegen bist du einfacher zu zeichnen. Wenn das kein Kompliment ist, oh. You can have it when I've finished if you want. Okay, wir können es haben irgendwann. Hey, try not to touch the drawings, okay? Sorry. Guck sie mir jetzt mal an. Hey, these are pretty good. All yours? Yeah, they're okay, I guess. My favorite's the one of the pilot. What are all these signatures? Like I said, I've been practicing copying handwriting. Those are just my practice sheets. Sehr wichtig. Wir haben jemanden, der Handschrift fälschen kann. Also wenn wir mal irgendwas benötigen, perfekt. Gute Information. Nothing going on in there right now. Nothing in there but ash. What? I said ash, Denby. Nothing in there. I said... But ash? They're of no use to me. Harsh. Warum verbrennt er hier was? Why are all these burnt papers on the floor? Oh, I always burn my bad drawings. But why would you do that? What's the point in keeping things around if they don't represent you? Was bringt es, Sachen zu behalten, die zu denen man nicht steht? Faire Frage, faire Frage. Pretty. Too bad the legs are broken. Yeah, I wonder how that happened.
Okay, die Füße sind abgebrochen. I don't want to risk damaging it any further. Yeah, probably best to just leave it where it is. Must be some kind of drain. It doesn't smell very nice down there. That's not my fault, in case you were wondering. I wasn't, but thanks for the clarification. Okay, bei dem Abfluss ist irgendwas, riecht aber nicht sehr gut dort unten, aber er sagt auch, ja, er war es nicht gewesen. Und sie so, das habe ich gar nicht fragen wollen, aber danke, dass du es erwähnt hast. Können wir es hochheben? Nothing down there. I'd be worried if there... Okay, es klingt gerade alles so. I'm guessing this valve must control some kind of gas flow. Assuming it still works, of course. Yep, it does. Okay, mit Gas irgendwas? Den Gaszufluss? Was genau? Okay, wir reden das mal. Denby looks right at home in here. Bist du scheinbar zu Hause, Junge? Hey, Denby? Yeah? Seit wann bist du denn hier? How long did you say you've been living here? Around 2 months. Not a bad place, really. There's plenty of room, and nobody comes by, so I've got all the privacy I could want. Well, nobody except you, anyway. I could leave you alone if you want. No. That's not what I meant. It's cool that you're here. It's nice to have someone to talk to. Okay, vor 2 Monaten ist er abgehauen. Und er hat, schätzt halt die Privatsphäre. Kann er Ruhe zeichnen. Als wir gesagt haben, naja, wir können doch gehen. Nee, bleib ruhig hier. Er findet sehr nett, dass wir da sind. Er schaut sich ein bisschen verguckt an uns. Warum bist du überhaupt abgehauen von zu Hause? Why did you run away? I said I didn't want to talk about it. Well, I do. Is it some problem with your family? Is there anything I can do to help? No, it's just... I felt like I was getting in the way. Mom and Dad have been having a hard time getting us all enough food, and my brother and sister are little, so there's not much they can do for themselves. I figured it would just be better for me to go off on my own. I mean, I still go back and see them and give them anything extra I've got, but I kind of like having my own space, you know? Yeah, I know. Look at you, being responsible. I'm so proud of you. Ugh, whatever. No need to be gushy about it. Okay, also er ist abgehauen, weil er dachte, dass er seinen Eltern nicht sehr helfen kann, der Position einfach dort zu bleiben. Denn die haben es zurzeit nicht leicht und seine beiden Geschwister sind noch sehr jung, die können nicht selber machen. Und so kann er ja wenigstens nicht dafür sorgen, dass nicht noch ein extra Maul gestopft werden muss. Er würde auch Sachen, die übrig bleiben, gerne wieder zurückbringen, aber er fühlt sich halt gerade nicht richtig. Und da hat sie gesagt, ach Mensch, so verantwortungsbewusst. Und er so, ach, macht sich jetzt nicht drüber lustig. Wie bist du hergekommen? How did you manage to get in here? They didn't do a very good job of boarding up the doors. It was pretty easy to get in. I'm surprised nobody else tried before I did. I mean, there's like not much left in here, but glass is pretty valuable. I might trade it to Clem. Okay, also ich selber gewundert, warum das hier nicht so stark bewacht ist und wie einfach reingekommen ist. Vor allem, weil das Glas halt sehr wertvoll ist und man es gut handeln kann. Läuft hier noch irgendwas? Does any of the stuff in here still work? Yeah, I think the furnace still works. It's connected to the gas anyway. The gas is still on? Yeah, it's on a natural line, so it's still under pressure even though the power's been cut. I try to keep it off as much as I can though, just in case. Besides, if you need natural gas, I've pretty much got you covered. Good to know. Just don't light yourself on fire. Okay, also der Ofen funktioniert noch. Und das Gas ist auf einer natürlichen Quelle oder Leitung ist das hier. Deswegen, auch wenn die Energie rausgenommen wird, kann man es immer noch abzweigen. Wir sollen nur aufpassen, wenn wir Feuer machen. Okay, ja. You know, I've got the perfect life. What the hell are you talking about, Amy? Have you gone crazy? No, I... Oh, just forget it. I'll okay, just leave you to whatever it is you're doing. Thanks. Warum können wir das Gas aufdrehen hier gerade? Wir brauchen ja... Geben wir mal die Kreide zurück, oder? Here, I think you dropped this. Oh, sweet! I was gonna go back tonight and steal... I mean, I was gonna think about what a shame it was that I didn't have any more chalk. Uh-huh. Well, I'm glad I saved you the trouble, at any rate. Chalk it up to the kindness. Okay, Erfolg. Ja, also die Kreide hat sich sehr gefreut. Er hat schon gesagt, ja, oh, ich wäre halt fast schon wieder rausgegangen, um noch welche zu stehlen. Ich meine, um mir Gedanken zu machen, wie ich an neue komme. Ja. Aber ist ja okay, wir brauchen sie nicht mehr.
Können wir das Lottery-Ticket geben? I'm not giving away my lo- okay, so weit ist er noch nicht. Warum habe ich das Gasding jetzt aufgeschraubt? Kommen wir denn hier überhaupt... They're of no use to me. Harsh. Können wir denn hier irgendwo noch weitergehen? Gibt's hier noch... Manchmal ist es ja so am rechten Bildschirmrand weiter. Eine Leiter vielleicht? Wir sollen irgendwo eine Maske finden. Könnte ich mal mit ihm reden über eine Maske? Das ist vor mich ja schon ein bisschen... Not much I can do with the outside of the furnace. It's best just not to touch it. I learned that the hard way. That furnace could really be useful. This is a really great find. Yeah, it's pretty cool, isn't it? Was wollen wir denn damit verbrennen? Holz? If I put wood on there like this, it'll just fall on the bottom when I light the furnace. Yeah, and then the burnt smell will linger for days. They're of no heart. Also, brauchen wir irgendwas zum Anzünden. Okay. Wundert mich gerade ein bisschen. Ich weiß noch nicht genau. Ich sehe hier kein Rätsel. Wir machen einfach nur Feuer gerade. Wo kriegt man denn eine Maske her? Soll ich dann von der Decke fallen ganz plötzlich? Aber okay, wir gehen, glaube ich, mal. Time for me. Okay. Also nicht mal, dass man eine Maske in der Nähe sehen kann oder sagen kann, jo, ich habe hier eine Maske gefunden, aber bitte, tu das mal für mich. Man sieht absolut keine Maske. Man weiß nicht, was man hier eigentlich tun muss dafür. Das ist schon seltsam. Ist eher selten so ein Problem. Fall nochmal jetzt eins mit dem, wenn wir wissen, dass wir es anschalten können. I don't need it. Können wir die Regenrinne hoch? Naja. Okay, dann, ich dachte, eine Folge lang wird das hier ablaufen, aber die zweite Folge auf der Farm, aber hey. Oh God, that smell. I think I might be sick. Amy, is that you over there? Hey, Pop. Gus said you'd been asking after me. It's been ages since I last saw you. Come over here and let's have a look at you. Oh je, der Geruch ist nicht gut hier draußen. Oh, eine Maske sehe ich dort. Okay, also... Wahrscheinlich kein Wunder, dass hier nichts mehr angebaut werden kann, wenn es so stinkt. Wer weiß, was genau ist. Und er hat uns gleich erkannt und sagte dann so, hey, komm mal rüber, ich will dich mal sehen. Lass dich mal anschauen, Amy. Was ist denn mit den ganzen Raben hier los? They're hungry too. Now that they got plenty of carrion, it's an open buffet for them. Little bastards have gotten bold too. Nothing I do seems to keep them away for long. At least having them around means nobody comes snooping around. They run off at first sight of them thanks to that kooky Reaper cult. Okay, also die sitzen hier hungrischerweise und lassen sich auch nicht mehr verscheuchen. Also es ist einfach, die Zeit ist vorbei, wo man die einfach wegjagen konnte und es ist recht schwierig, weil die fressen natürlich alles. So, ebenso mit dieser Kult scheinbar. Was ist denn los? I don't, and I don't want to. It's just a bunch of freaks who think worshiping the Reaper is gonna make them die quicker. But I thought the Reaper was just a story. It is, but they think the ravens are a sign that the Reaper is on his way to take them away from their woes. So naturally, any half-wit who believes that crap and sees a raven gets scared and goes running in the other direction. Bunch of bullhickey, all of it. Anyway, it's best if you stay away from the Reaper cult. Don't want to put any ideas in your head. Don't worry. I met one of them earlier. I'm not going anywhere near them if I can avoid it. Okay, also er meinte auch nochmal, ja, wenn die Raben sehen, denken sie immer Schlechtes oben und rennen in komplett andere Richtungen. Total verrückt, die Typen. Ja, der wird ganz netter Typ. So. I'm sorry you're having trouble, Pop, but I've got the perfect life. Is that a fact? Yeah. Did Gus not tell you? Tell me what? Nothing. Never mind. Okay, wir Opa ist nicht dabei. So, jetzt, Gus hat mir erzählt, dass es hier nicht so gut läuft. Are you under the weather, Pop? I'm not, but I can't say the same about my sheep. Take a look around. Hell, just take a whiff. That's the stench of failure. Things are bad. Don't know if we'll be able to dig ourselves out of this hole. Was ist denn mit den Schafen passiert? Genau, die ganzen Leichen hier sind. Did your sheep get sick? What happened? Ran out of feed, so half of them starved to death. It's not a pretty picture. Haven't been able to find anything else they'll eat. Farm's gone barren, and now the only thing I'm feeding is ravens. Truth is, if I can't come up with a way to keep the rest of the flock from dying, I'm done for. I'll keep an eye out for anything that might help. That'd be mighty kind of you. Okay, also sie hatten kein Futter mehr, wodurch die Hälfte der Schafe schon gestorben ist.
Das Einzige, was er jetzt füttern kann, sind halt ein paar Raben. Was aber auch nicht auf Dauer geht, weil Schafe und Raben. Hä? Unser Rabenfutter wahrscheinlich auch. Und wir versuchen zu helfen, irgendwas zu finden, was die restliche Hälfte der ganzen Herde füttern kann für eine Weile. Ansonsten wird es nicht mehr weitergehen mit dem Laden hier. What did you ran out of feeds. I haven't been able to find anything else they'll eat. Farm's gone barren and now the only thing I'm feeding is ravens. Ach so, das ist eigentlich, was ich fütter, aus dem Raben so. I'll keep okay. I think we're having the same kind of day. What's the matter? This morning I found a man underground. He'd been crushed underneath some rubble. And pulling that trigger was the hardest thing I've ever had to do. I'm sorry, Amy, but it sounds like you did the right thing. Did I, though? I could have found someone to help. Why did he have to die? You listen to what the man wanted, it sounds like. In this hellhole, that's all we can ask for in our last moments. I guess you're right. Of course I'm right. Like he said, even if you had gotten him out, you wouldn't have had much of a life left to live. It's not something anyone likes thinking about, but it's reality. I know. I mean, I see death almost every day, but this was different somehow. Thanks, Pop. I think I needed to just get that off my chest. Anytime, Amy. Okay, also sie meinte, wir hatten beide einen schlechten Tag gehabt, einen harten Tag. Und sie hat jetzt eben davon erzählt, was da passiert ist unten. Dann hat sich immer noch gefragt, ob es die richtige Sache war. Und er sagt, ja, natürlich. Er hat danach gefragt und er... Ihm ging es nicht gut und ist zumindest eine Person auf den Höchstes das Beste, was einem passieren kann im Leben am Ende. Und selbst wenn er es dort rausgeschafft hätte, hätte er bestimmt nicht mehr lange draußen gehabt. Also wir haben sein Leiden beendet. Man muss es immer so sehen. Und das findet Amy ganz toll. I have to come back and visit. Pop's been like a second father to me. I remember when he was always smiling and joking, but lately he's just been looking really old. Er war wie ein zweiter Vater für sie gewesen und er hat immer Witze gemacht und hat viel gelacht, aber in der Zeit ist er halt einfach nur alt geworden. Ja, das tut immer jeden treffen. Was haben wir denn hier alles? Also, wir haben hier die Rage. Shoo! I wish these birds would stop staring at me. Poor thing. No thanks. Poor thing. Die Scarecrow. Say, Pop, would you mind if I took this gas mask? Nah, it's fine. Not doing too great a job scaring the birds, so I doubt taking it off will make much of a difference. Hope you weren't planning on using it, though. The filter's no good. That's fine. I'm sure I'll find some use for it. Okay, wir haben gefragt, ob wir die Gasmaske kriegen von der Vogelscheuche. Er meinte, ja, nehmen Sie ruhig. Die hat eh nicht viel bewirkt. Aber wir sollen die Gasmaske nicht nutzen selber, denn die Filter sind nicht gut. Okay, wir finden auch welche. The gas mask's filter is empty, which makes it pretty useless. I shouldn't mess with it any further. Ich war damit rumärgern. It doesn't seem to be doing a very good job of scaring away birds. Kein guter Job, der damit gemacht wird, um die Vögel zu verjagen. That old thing has been broken for years. I don't know why Pop doesn't just take it down. Könnte mir schon ewig kaputt, aber weiß nicht, warum Pop sie nicht abgerissen hat. Man kann sich nicht mehr rühren. Was haben wir denn tut? Like wird schon eine ganze Weile nicht mehr genutzt, diese. Like as die hat Angst, dass sie gleich auseinanderfallen, wenn sie anfasst. Okay. From out here, the city looks kind of whole, like the pictures in Nelson's books. Wie in Nelson seinen Büchern wirkt die Stadt halt von hier noch ganz okay. Aus der Entfernung. Home is on the outskirts to the east. Ganz im Osten. So, was haben wir denn hier? Können wir mit der Armbrust auf den Raben schießen? I can't just go around shooting everything I see. I have to conserve ammo. Okay. Was können wir denn hier machen, um zu helfen? Das ist ja gar nicht so einfach. Wenn wir mal rechts gehen, wo kommen wir denn da hin? Okay, ist immer noch vorn. Gut, lass uns mal auf den Markt gehen. Wir haben jetzt eine. Zumindest was gefunden. Was ist mit Filtern? Genau. Gordon, I found this gas mask, but the filter is empty. Would it be of any use to you at all? Yes. This is good. If I could get a filter, this would be exactly what I need. Thank you, Amy. Here, I have something you might like to trade.
What is it? An aristocrat guard ran through here earlier and dropped his flintlock pistol. It got a bit damaged, but I figured you might be interested in messing around with it for parts. Yeah, that sounds good. Thanks. And don't worry, I'll find a filter for you, I promise. I'm sure somebody around here has to know something about them. Yeah, now that you mention it, Nelson's probably the guy to see about that. He's got books on just about everything. Okay, also dankenderweise diese Gasmaske angenommen. Ich versuche jetzt noch den Filter zu finden, dann wäre genau das, was er sucht. Und meinte, bei Nelson sollte man mal nachschauen darüber. Und hatte so im Gegenzug eine Steinschlosspistole, würde ich so fast. Flintlock Pistol. Ist also Steinschloss, Steinschuss, Stein, ja. The pistol is only slightly damaged. It hasn't got any bullets, but the flintlock mechanism still looks like it works. Should be useful if I need to light anything on fire. Okay, wir können dann was anzünden. Wir gehen mal zu Nelson, wenn wir schon mal hier sind. Okay, wir reden erstmal mit Gus. Just couldn't stay. No, see you later, Gus. You bet. Okay, ich dachte, man kann nur sagen, hey, was ist denn hier wirklich passiert mit der Form? Nelson. Hi, Nelson. Good to see you. Coming out here, reading books, it makes me realize I've got the perfect life. Ah, I see. I do as well. It gives me pleasure to help how I can, although I'm too old to fight. What made you decide to join them? Danton makes some good points, despite being a bit overzealous. The favoritism the aristocracy showed their elite patrons after the plague began is completely inexcusable. Once the poor couldn't fund their medical research, we were quickly cast aside for those who could. Danton is brash, perhaps a bit foolish, but her ideals are what we need. Okay, er outet sich also auch, dass er Mitglied der Gruppierung ist und meint, ja, es ist vielleicht ein bisschen zu krass, was die wollen, aber die Ideale erstmal sind besser als zuvor, denn nachdem ich herausgestellt hatte eben, dass es diesen, das gab und dass, nachdem diese Krankheit erschienen ist, es ist immer mehr zur Spaltung dieser zwischen Aristokratie, den oberen und den einfachen Bürgern gekommen und das muss enden. Ist okay. So, could I read for a while? Of course. Wir wollen ein bisschen über, ja, Wissenschaft. I want to read up on science. Einfach Science. Wonderful. I think I've got just the book for you. Tausend, was? Aerodynamik, ja, Filtrationssysteme. Adverses Wort von Patrick Rutke. Interesting. This information could be pretty useful. Okay. Verschiedene Methoden von Filtration können benutzt werden. Speziell um es, wenn es um Flüssigkeiten oder Gase geht. Wie auch immer, ein sehr nützliches Material ist Aktivkohle. Aktivkohle hat viele Möglichkeiten, um sie zu nutzen. Zum Beispiel, um Gase zu reinigen. Decaffeination? Entkoffinierung? Decaff? Oder ist das Ent... Moment, oder ist das hier gerade, dass Kacke gesäubert wird? Sorry. Wahrscheinlich eher das. Decaff. Feination? Doch, Entkoffinierung, doch. Gold, Säuberung, Metallextraktion, Wasserreinigung, Medizin, um Kanäle sauber zu machen, Luftfilter in Gasmasken und Respiratoren zum Beispiel. Die Einfachheit der Produktion von Aktivkohle es ist zu einem der macht es zu einem der nützlichen Materialien in der modernen Wissenschaft. Aktivkohle ist kann produziert werden, indem man verkohlbare Ressourcen oder Materialien wie zum Beispiel Kokosnussschalen, Peat, also irgendwelche Holzarten, denke ich mal, Schalen wahrscheinlich, Holz, Keuer, Lignit, Kohl. Okay, also alles Mögliche.
Es kann durch physikalische oder chemische Reaktivierung hergestellt werden. In der physikalischen Reaktivierung kann man diese Aktivkohle herstellen, indem man heißes Gas wie von Steam, also Gasleistung, Gassystem, Oxygen nimmt. Dampf, Steam-Dampf. Es muss erhitzt werden zu extrem hohen Temperaturen in der Reichweite oder in der Größenordnung von 600 bis 900 Grad Celsius. In der chemischen Reaktivierung muss das Rohmaterial, also Kohle oder Holz zum Beispiel, ein Beispiel, mit Säure übergossen werden. Mit Salz, einer Säure oder einer starken Base überzogen werden und einer etwas niedrigeren Temperatur ausgesetzt werden, zwischen 450 und 900 Grad Celsius. Ja, niedriger, 600, egal. Chemische Reaktivierung ist die Methode, die am meisten bevorzugt wird. Wegen der niedrigeren Temperaturen, denkt immer dran, es steht immer noch bis 900, ja. Und der kürzeren Zeit, die gebraucht wird, um das Material so herzustellen. Alles klar. Wir brauchen Educated, haben wir Achievement gekriegt. Moment, ich muss mal gucken, was bedeutet das. Oh, du bist belesenste Person, die es gibt. Mensch, Mensch, Mensch. So. Okay, immer noch keine Base. Säure, wo kriegen wir denn Säure her, wenn wir uns will? Salz, na gut, Salz wird auch reichen. Ah, wo finde ich denn Salz? Would you happen to know where I could find some salt? No, but Gus might. I think he uses it for his meat. Ach, genau. Looks like you had quite the harvest. Yes, thankfully. Though nothing is keeping very long. Weeds have become a big problem. Anything you want? You're looking very skinny these days. You should eat. Take a pumpkin. Half price for you. You can make pumpkin soup. You need your strength. Ah, no, it's okay. One of these days, you'll get so skinny, you'll turn around and I won't be able to see you anymore. It's all right, Mariska. I ate yesterday. I'll be fine for a little while longer. No, no. You worry me when you say things like that. Relax, it's okay. I'm not dead yet. Okay, also mit den Samen und sowas gibt's Probleme. Und irgendwie, es hält nicht mehr alles lange. Sie will uns Kürbis geben, zum halben Preis, weil wir müssen was essen, sonst wird sie uns irgendwann nicht mehr sehen. Und mit dem Salz meinte sie, dass bei Gas ist, weil der ja was pökelt, sein Fleisch. So, was ist hier denn mit dem Weeds? You said something about weeds being a problem? What are they called? What do they look like? Blue burglar. It grows very fast. Ach nee, das Unkraut. Pretty blue flowers, though. Too bad they ruin my vegetables. Luckily, I finally got them under control. They won't come back for a long time. Blue flowers? Now that you mention it, I think I've seen those someplace. Thanks, Mariska. Okay, also diese... I have to go. Okay, you come back and see me again. Was wie Unkraut wächst, vielleicht kann man es ja damit die Schafe füttern. Das heißt, das ist die Idee dahinter. So, Gus, hast du Salz für uns? Just couldn't stay away, could you? No, I haven't quite reached today's quota. So, du nutzt normales Salz für dein Fleisch. I'm looking for salt, like the kind you use on meats. Where can I find some? Well, there's plenty out at the salt flats just outside the city, but it's kind of a pain in the ass to go out there. The walk takes a while, and lugging the stuff back's a chore. It shouldn't be a problem. How do I get there? You know the abandoned South Coast rail yard near Fripp Square? Just follow the main track down about half a mile and you'll find it. Thanks. Will do. See you later, Gus. You bet. Okay, also hat gesagt, wo die Salzebenen sind, wo man halt das Salz organisieren kann. I don't like to be a... Es ist leider nur extrem weit und sie haben nach dem Weg gefragt und na gut. Es ist schwierig, das zu ernten. Yeah. So, wir brauchen die blauen... Die waren in der Telefonzelle gewesen, genau. Beware the red-eyed raven. I
can't get to the flowers. They're sealed up. Ich kann so einschlagen, oder? My bolt isn't strong enough to break the glass. I'm gonna need some. Ja, den Eimer einfach nehmen. Whoa, Amy, what are you doing? Just letting these flowers breathe. Don't get near the broken glass, okay? Okay. I really hope I don't have to keep dealing with broken glass today. This has got to be the weed Mariska mentioned. This is apparently Blue Burglar, a weed that grows. Na, das ist doch klingt nach einer super, super Sache. Ein Unkraut, was sehr schnell wächst, damit könnte man dort vielleicht das anpflanzen. Pop, have you seen this weed before? Sure, that's Blue Burglar. I haven't seen it in ages, though. Where'd you get it? There's some growing near my place. Why is it called Blue Burglar? Because it creeps up on you, seemingly overnight. Plant just one and your whole field will be full of them in a month. Would your sheep eat it? I think they'd eat anything at this point. Wouldn't hurt to try. Thanks, Amy. I'll go get some more and plant it tonight. At least the sheep we've got left might still stand a chance. Happy to help. Ah, sehr gut. Damit haben wir doch schon eine Sache hier in die richtige Richtung befördert. Das ist doch wunderschön. So, und dann heißt es nächste Mal Salzebenen. I can't believe I never knew about this place. It's the perfect spot to get away from everything. Am I hearing things or is that music? So, hier ist, ist das hier das Salz? I'm surprised this thing hasn't been chopped down for firewood yet. It's way beyond any. Na gut, ich glaube, das machen wir das nächste Mal, um hier das Salz zu organisieren. Mit diesem Salz und dem Holz, was wir haben. Wenn wir es entzünden, können wir Aktivkohle herstellen. Damit werden die Filter dann organisiert. Damit haben wir die Filtermaske. Und ansonsten, wahrscheinlich, wenn wir zurückgehen, müsste auch. Müsste dieses Blue Burglar ganz gut gewachsen sein, dass die Schafe gefüttert werden. Damit müssten wir alles gemacht haben. Die Frage ist nur, was hier noch passiert. Na gut, das sehen wir dann das nächste Mal. Bis dahin, euer Landetour. Tschüss.